spät sein. Das erste ist so, ach, ich schaff das noch easy. Das ist überhaupt kein Problem. Zweite Version ist, wenn ich jetzt nicht move, dann schaffe ich das nie. Okay, schnell. Nee, okay, let's go. Die dritte Stage ist, ich bin anyway spät, so. Lass mich einfach chillen, in Ruhe ankommen, nicht stressen über die Autobahn. Ja. Ich gehe heute und nehme ich euch mit zu einer meiner favorite Radio Stations in Deutschland, Radio Cosmo. Damals hieß das Kultur Europa, Funk aus Europa, so hieß es damals. Und die höre ich immer im Auto. Außer beim Schenkenring, da mache ich eigentlich nie das Radio rein, weil der Sound selber vom Motor ist nice und ich will nicht abgelenkt werden von dem geilen Feeling, um im Schenkenring zu fahren. Ja, da habe ich heute ein großes Interview. Ich freue mich, weil die spielen, die haben eine Zuhörerschaft, die genauso in die Richtung, die halt offen ist für neue Art Musik und oder andere Art Musik. Und ich mache ja eine andere Art Musik, die man sonst so nicht kennt. Kurz schalten. Und ja, dann nehme ich euch mit und zeige euch, was man alles so experienced, wenn man ein Radio-Interview hat. So, ihr seid basically backstage dabei und könnt ein bisschen checken. Also, let's go. Okay, angekommen. Ich denke, ich bin nicht so spät. Let's go. Chill, Baby. Komm gleich zurück. Ich laufe mal dahin, wo ich denke, das ist. Ich war ja schon mal da, aber es ist auch schon ein paar Jahre her. Ist auf jeden Fall überall WDR. WDR, WDR, WDR. Wait a minute. Komm, ich check mal das. Nee, falsch. Siehst du? Wusste, ich muss da zur anderen Seite hingehen. So, jetzt aber, das muss der hier sein. Das ist nämlich so, wie ich das nämlich remember. Deswegen nicht spät kommen, weil wenn man so eine Situation hat wie diese, wo man nicht mehr genau weiß, wo man hin muss. Ich habe ein Interview bei Radio Cosmo. Ich kann nicht Bescheid gesagt. Achso. Wen darf ich denn ankündigen? Is. Is. Genau. IES, IZ? IES auf Englisch ausgesprochen. Ach so, Entschuldigung. Kein Problem. Wer sich so einen komplizierten Namen ausdenkt, der soll. Ich bin leider nicht mit dem Aufzug. Okay. Einfach in den dritten Shop. Alles klar. Ich hole den Aufzug. Ja, alles gut. Ich hoffe, kein Problem. Hier alleine bei Radio Cosmo im Büro, keine Sau ist da. Und dann erzähle ich euch kurz eine Geschichte. Es war schon mal so, dass ich damals bei 1 Live einfach reingelaufen bin, so kurz nach Feierabend. Ich habe so ganz viele Flyers ausgedruckt und dann bin ich einfach reingelaufen, durchgegangen. Ja, ich muss jetzt hier kurz durch. Und ich war wirklich im Büro, wo alle anderen waren. Und habe ich da bei jedem Tisch habe ich dann meinen Flyer hingelegt und eine CD von mir. Und in der Hoffnung halt, dass irgendjemand dann da mal reinhört und so weiter. Aber schon krass, dass ich bis da dann reingekommen bin ins Büro. Jetzt ist gerade jemand gekommen. Das muss ich leise sein. So, es geht los. Fast. Ja, fast. Lass mal mein Kino. Alles klar. Wir haben uns schon mal getroffen. 2015. Kurz vor dem Kartoffelkrieg war es, ja. Vor dem Kartoffel, was? Egal, es war okay. Das ist schon lange her. Das ist schön, wenn man alte Gesichter wieder kennt, sieht. Okay, was mache ich, wo setze ich mich hin? Du setzt dich zum Beispiel auf diesen Stuhl. Okay. Das wird dein Mikrofon sein. Es dauert noch ein bisschen lang. Ungefähr 20 Minuten. Bis dahin wird Whiskit, von dem du sicherlich schon natürlich, gehört hast, natürlich. Ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ah, cool. Ja. Dann lerne ich auch mal was. Ja. So, und dann, während wir das hören, reprogrammiere ich euer ganzes System hier, dass nur noch Ease-Musik gespielt wird. Ja, schön wär's. Schön wär's, hä? Ja. Okay.
Shufferingen quasi. Von Fela Kuti sowas wie der Säulenheilige der nigerianischen Popmusik, war immer genauso Aktivist wie Musiker, hat sich benannt nach einem Stadtteil von Lagos. Eine 20 Millionen Einwohnerstadt in Nigeria, eigentlich die Metropole Nigerias. Okay, dauert doch noch ein bisschen länger. Aber Stefanie ist gerade reinkommen und die macht jetzt gleich live die Nachrichten. Also es wird nicht aufgenommen auf dem Band, sondern das ist alles live hier bei Radio Cosmo. Italiener ist neuer EU-Parlamentspräsident. Linke Gewalt steigt in NRW deutlich an und das Wetter morgen mit Sonne und Wolken. Und zum Schluss das Wetter. Am Abend wechseln sich Sonne und Wolken noch ab. Die meisten sind in Bremen unterwegs, da kann es auch mal regnen. Neben mir steht, wir konnten es gerade schon am Pfeifen hören, Is. Wunderschönen guten Abend. Yes, ja! Yeah. Sein deutsch-namibischer Musiker hat viele Preise abgeräumt und das in verschiedensten Gebieten. War mal bester südafrikanischer Künstler bei den African Music Awards. Das war 2010 sowas. Letztes Jahr hast du in Deutschland beim X-Factor-Finale gewonnen. Genau. Machst Musik so irgendwo zwischen ja, Kwaito, Afropop, Reggae, Hip-Hop. Nam Flavor steht immer noch auf deiner Mütze. Yeah. Und das war damals der Name deines Sounds. Das ist immer noch so, nehme ich an. Ja. Was habe ich noch vergessen? Um von der Musik leben zu können, habe ich einen Energy-Drink in Afrika rausgebracht. Ich habe ein Gewürz rausgebracht, eine Schuhmarke. Du hast Socken an, wo Is draufsteht. Genau, Is-Socken habe ich. Dein T-Shirt ist wahrscheinlich auch von dir selber. Genau, die sind handgemacht in Afrika. Ein lebender Werbeträger, dieser Mann. Is steht auch nicht. Ja, man muss ja sehen, wo man bleibt. Ja. Mal ganz kurz, deutsch-namibisch, so habe ich dich gerade angekündigt. Was bist du denn jetzt, deutsch oder namibisch? Die beste Kombination aus den beiden. Ich bin halt in Afrika geboren, aufgewachsen in Namibia. Und irgendwann mit 20, 21 kam ich dann nach Deutschland das erste Mal und habe dann gemerkt, dass ich doch nicht so deutsch bin, wie ich dachte oder wie Leute mir in Afrika immer gesagt haben. Ah, weil in Afrika ist immer so, diese Tribe, dieser Tribe, alle werden immer so, ja, du bist Ovambo, du bist Herero, du bist Deutscher, du bist, sogar der Präsident von Namibia hat mal gesagt, we have a tribe called the Germany Tribe. Ja, und dann kam ich nach Deutschland und habe ich gemerkt, ich nehme live sehr relaxed irgendwie, deswegen vielleicht bin ich doch nicht so deutsch. Ihr merkt, wir haben viel zu besprechen. Ja. Jetzt hören wir erstmal Musik on the Road again. Was müssen wir über diesen Song wissen? Diesen Song muss man auf jeden Fall ganz laut pumpen, wenn man irgendwo jetzt gerade im Auto sitzt und einfach nur das Leben genießt. Der Anfang ist auf jeden Fall schon mal sehr gemütlich. Aufdrehen. Is. Enjoy. On the Road again. Was passiert eigentlich, wenn ich auf einen von diesen Jingles hier drauf drücke? Das Ding, also ich kann das, ich habe dafür noch ein extra Ding. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Also bestimmt, dann machst du dein Mikrofon an. Hier machst du dein Mikrofon an. Also die Botschaft ist, drücke gar nicht. Okay, alles klar. Ich will immer nämlich Knöpfe drücken. Deswegen, komm, wir schieben das mal weit weg hier. Dann drücke ich da nicht drauf. Das ist die Zeit, wenn der Song immer läuft und dann wundern sich die Leute, was machen die zwei Typen jetzt, die gerade halt sprechen? Nix, wir gucken, ob wir hier auf Knöpfe drücken. Ja, genau, irgendwas zu trinken holen, chillen. Schlimm wäre, wenn wir beide gar nicht erst reden würden. Das wäre schlimm. Genau. Normalerweise stehe ich ganz panisch hier und bereite irgendwelche Gesprächsfenster vor. Ja? In diesem Fall mache ich das nicht, deswegen wird gleich alles ganz furchtbar schief gehen. Das ist gut, so like ich das. Wenn das so leicht schief geht, das ist sympathisch. Das ist authentisch sympathisch. We don't know where we are on the road again. Ja, jetzt seid ihr auch mal dabei. Oh, als nächstes reden wir sogar wieder. Wir haben schon 3 Minuten 29 Verzug. Sehr professionell, muss ich sagen. Sehr professionell. Das ist total professionell, weil der Song nicht gleich killt, dauert 3,25. Also aber da wird nicht irgendein Song von mir gekillt oder so. Doch, natürlich. Ich will alle Songs von 3,25. Ich wäre fast hier rausgelaufen jetzt. Ja. Der Gast Is hat das Studio verlassen. Ja. Er möchte nicht mehr irgendwas zu tun haben mit uns. Okay, es geht weiter. Ready, ready. Song stoppt. On the Road again. Is hier im Soundcheck. Gerade, so viel kann ich schon mal verraten, ist er nicht on the road, sondern hier im Studio setzt gerade seinen Kopfhörer auf und versucht sich fertig zu machen für ein ernsthaftes Gespräch. Das finde ich sehr gut. Ein bisschen ernst wird's jetzt tatsächlich. Ja. Du warst Gewinner von X-Factor letztes Jahr, 2018. Du bist aber gar nicht mehr
so glücklich mit dieser ganzen Situation. Das liegt auch so an den Versprechungen, die das Plattenlabel gemacht hat. Was ist da passiert? Ja, im Generellen ist das leider ein bisschen schade. Die Musikart, die ich mache, ist schon sehr speziell. Ne? Hat eine Mischung aus Afrika und kommerziellen Afrika-Pop, würde ich mal sagen. Und wenn man halt bei X-Factor oder so bei so einer Show gewinnt, dann kriegt man halt einen Plattenvertrag und dann helfen die einen theoretisch, um seine Musik ein bisschen zu verbreiten. Leider ist das nicht passiert und ich habe jetzt kein Plattenlabel mehr, weil die scheinbar irgendwie nicht an meine Musik und so glauben. Ich habe jetzt ein neues Album produziert. Ich habe 4 deutsche Top-Musikproduzenten, die halt auch schon mit Culture Candela, Seed und so weiter zusammengearbeitet haben, nach Afrika zu mir eingeladen, nach Namibia für Anfang des Jahres und habe da an meinem neuen Album gebastelt. Und ja, kam zurück mit meinem Album und die wollten nicht erst einen einzigen Song hören. Die wollte nicht erst hören. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Das ist nett. Aber kommen wir mal zu den Dingen, die vor dir liegen. Zu Game Changer. Das ist dein großes Projekt. Es geht so ein bisschen um die Verbindung von Europa und Afrika. Erzähl mir dazu. Genau. Game Changer ist das neue Album, wo ich jetzt halt, wie ich eben schon gesagt habe, dran bastel und dran arbeite, um die beste Kombination aus afrikanischen Rhythmen und dem europäischen Euro-Pop-Sound. Also diese zwei Welten wirklich so zusammenbringen, dass der afrikanische Rhythmus, ich meine, bei euch ist der viel zu hören, aber ja, im Generellen auf dem Radio oder so hört man den leider nicht so viel. Aber ich als Afrikaner möchte gerne diese Brücke bauen, damit das eigentlich das auch mehr genau genießen. Die richtige Zeit. Ja. Wo eben so Wizkid, solche Leute, die eben ankommen, ist auch irgendwie mit Drake und Skepta nach draußen tragen. Also eigentlich bist du ja der richtige Mann zur richtigen Zeit. Und mein Album sollte auch jetzt schon auf dem Markt sein, wenn es nicht für, du weißt schon, wenn das nicht so gelaufen wäre, wie es ist. Wann kommst du denn jetzt? Und jetzt stelle ich es halt selber auf die Beine. Ich werde ein Crowdfunding starten in den nächsten 2 Wochen, um dann genug Funds zusammenzukriegen, um das dann selber rauszubringen im Frühjahr 2020. Genau, ihr wart schon in Namibia? Genau, wir waren schon in Namibia, wir haben den größten Teil schon aufgenommen, aber jetzt, um halt mit diesem Produzenten und das Ganze zu fertig zu kriegen, fehlt uns halt noch eine Menge, was eigentlich das Label stellen sollte, aber jetzt machen wir das auf eigene Faust. Ease. Also alles online auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Ich mache ja selber jetzt gerade von diesem Interview ein Video für meinen YouTube-Kanal. Da ist ja die Kamera ständig dabei, wahrscheinlich wenn du schlafen gehst. Falls dir im Schlaf was einfällt. Nein, so heavy nicht. So heavy nicht. Easy im Soundcheck. Am Samstag spielt er auf der Summer Jam und für eben die werden wir gleich in wenigen Minuten auch noch ein paar Karten verlosen. Vorher hören wir nochmal Ease mit Han Solo. Ye Ye heißt der Song. Noch ein paar letzte Worte, bevor ich ihn reinspiele. Gerne. Ye Ye. Ist bei uns heißt das Swag. Also Swag. Wenn du Yeah Yeah hast, hast du Swag in Afrika. Wieder was gelernt. Ja, also Yeah heißt so viel wie Swag. Yeah Yeah. Soundcheck. Yeah, yeah, heißt der Song, wie unschwer zu erraten kommt von Ease und Han Solo. Ease ist gerade hier im Studio. Finde ich gut. Und was ich noch besser finde, ist, jemanden hier zu haben, der tatsächlich in Namibia aufgewachsen ist, kommt selten vor. Du lebst seit einiger Zeit hier in Deutschland. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass Namibia auch einfach ein recht kleines Land ist und als Musiker da auch schwer ist. Es ist ein großes Land, aber mit wenig Menschen. Ich glaube, es ist dreimal so groß wie Deutschland. Es leben so 2,5 Millionen Menschen, sowas. Ja, Namibia ist das zweitwenigst populated country in the world nach Mongolien. Ah. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Die Mongolei, das zweitwenigst bevölkert. Genau. Ja, genau. Ja. So was, ich muss was du gerade gesagt Deutsch, hast. Ich muss auch noch ein bisschen Deutsch üben, glaube ich. Das ist halt das Problem, wenn man in Namibia aufwächst, oder Problem nicht, aber du wächst halt mit, klar, du hast dein Deutsch als quasi Muttersprache, aber selbst das Deutsch in Namibia hat sich über die letzten 120 Jahre
verändert. Südwesterdeutsch. Genau, Südwesterdeutsch, ja. Nam-Slang, Nam-Deutsch sagen wir. Du musst dir vorstellen, du wächst mit 4, 5 Sprachen auf und dann gebrauchst du von dem Herero ein Wort, von dem Ovambo, von der Buschmann-Klicksprache. Ach, du kannst diese Klicksprachen, darauf bin ich wirklich neidisch. Nein, ich kann die selber nicht, aber ich kann Wörter daraus, die wir in dem Deutsch übernommen haben. So, ja. Ne? Deswegen, was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, ey, bra, wenn ich hier chill bei der Station, das ist noch als na, bra. Das heißt, eure Station ist, eure Station ist gut. Ah, na, na ist, wenn etwas gut ist. Ah, ja. Ja, gut. Ich merke, wir müssen uns später noch ein bisschen unterhalten. Nochmal ganz kurz, Namibia. Genau. Was würdest du da empfehlen? Wenn ich nach Namibia gehe, wo muss ich hingehen? Die Hauptstadt auf jeden Fall ist schön, aber für mich ist der Highlight ist die Wüste, die Namib-Wüste, quasi die älteste Wüste der Welt. Sowas Plätze wie Sossus Vlei, wo diese Bäume, die aus der Düne so rauskommen, ja. Vertrockneten Bäume, die 500 Jahre schon da stehen, so. Das ist ein Highlight. Und ja, bei uns, wir haben auch super, so der Toscher Nationalpark ist sehr schön. Da gibt's halt viele Tiere, die man sehen kann, von Elefanten, Zebras, Löwen, alles. Kleiner Reiseratgeber für Namibia. Mann. Nochmal zurück zur Musik. Du spielst am Samstag auf der Summer Jam und das mit deiner Yes-Ja-Band. Wer ist die Yes-Ja-Band? Die Yes-Ja-Band ist meine Band schon seit über 10 Jahren. Aus Deutschland. Mit denen habe ich quasi diesen afrikanischen Kwaito-Style zusammen entwickelt und ein bisschen mehr ge-Europeanized. Profimusiker, die den Rhythmus verstanden haben und mit mir jetzt unterwegs sind in Deutschland. Das ist auch wirklich ein volles Orchester. Also ja, ich habe noch so den Auftritt vom Summer Jam vor 6 Jahren, war das, glaube ich, im Kopf. Und da stehen dann so gefühlt 20 Leute auf richtig. Der Bühne. Mit die ganze Horn-Section, alles. Also die Jungs sind richtig gut. Das macht so einen Spaß, wenn man immer seine Musik alleine produziert, mit Produzenten im Studio und dann auf einmal mit denen auf der Bühne steht. Das ist so eine Energie. Also wer bei uns am Samstag stillstehen kann, der ist nicht Mensch. Also, ja. Okay, ja. Das ist eine Ansage. Ease im Soundcheck am Samstag zu Gast auf der Summer Jam und ihr könnt auch mit dabei sein. Und ich bedanke mich jetzt erstmal bei Ease. Yes, ja. Gut. Ciao. The Master Bedroom. Okay, hier ist hier bei Kino in seinem Büro. Hier sind die ganzen CDs, die all die Artists schicken und so weiter. So, wenn man jetzt hier gut guckt, irgendwo wird man dann eine Ease-CD finden, die ich irgendwann mal hier hingeschickt habe. Sag, hey Boys, please spiel die. Komm mal checken mal. Da! Ja, Mann. Alles da. Mit so ein paar Notes da drin. Check mal hier. Krass. Wann habe ich die geschickt? 2011. Check das an. Das ist noch ein Brief, den ich 2011 geschickt habe. Hier, möchte ich Ihnen Ease vorstellen? Da. Ist das nice, hä? Bald kommt mein neues Album. Auch da oben rein. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt gehen Kane und ich nochmal schnell zu meinem Schengenwagen, weil der hat nämlich meine schönen Socken gesehen. Und er will nämlich auch ein paar haben. Okay, ich hab drei verschiedene. Muss man checken. Ich weiß nicht, welche was ich für eine schicke habe. Karre, ey. Ja, ne? Hier, den habe ich so. Aber ich glaube, du willst vielleicht. Ja, ich will die. Den, ne? Genau. Den mit den Flaggen drauf. Voll cool. Und dann hast du schon mal Buma probiert? Nein. Das ist ein Energy-Drink, den ich auf den Markt gebracht habe. Jetzt auch in Deutschland. Danke. Ne? Die Sachen, die man macht. Ja. Und so schnell geht das. Und schon hat man ein Radio-Interview fertig. Ich wollte euch aber unbedingt noch erzählen. Ich habe am Anfang vom Video, habt ihr bestimmt schon gesehen, da ist so ein kleiner Teaser von 5 Sekunden gewesen. Ich habe jetzt mein Membership-Paket auf YouTube heavy upgraded. Okay, ich will da jetzt richtig Gas geben. Ich habe vor 6 Monaten ungefähr, habe ich schon mal ein Video rausgehauen, dass ich jetzt ein paar meiner Sachen, weil ich hier Videos mache und so viel Zeit und alles da reinstecke, dass ich da ein bisschen Unterstützung von euch brauche, um das überhaupt so weitermachen zu können. Sonst macht das keinen Sinn für mich. Und diese Paid Membership ist jetzt noch aufgeteilt in, boah, was ist denn hier los? in 5 verschiedene Categories. Von 99 Cent bis 49 Euro. Also wenn man mich nur supporten möchte, da kann man einfach diese 99 Cent Subscription machen. Dann bist du ein Member auf meinem YouTube-Kanal und kannst in den Community-Tab
viele Sachen sehen, die ich poste, die sonst keiner auf YouTube oder keiner auf Social Media überhaupt sehen kann. Bilder, Behind-the-Scenes-Videos und so weiter und so fort. Und da gibt es halt verschiedene Levels. Und also direkt hier unter meinem Video ist Member werden auf Deutsch oder Join heißt das auf Englisch. Hängt ab, was eure Einstellung ist. Und da könnt ihr dann diese verschiedenen Steps und Levels sehen. Ich würde mich heavy freuen, wenn ihr mich supportet, weil ich like das, diese Videos zu machen. Ich like das, meine Kamera mitzunehmen, euch zu zeigen, was passiert und so weiter. Aber es macht für mich halt financial überhaupt keinen Sense, wenn ich da 8-9 Stunden ein Video schneide und dann 3 Euro verdienen an dem Ganzen, weil YouTube da einfach, weil meine Views nicht so viel sind und weil YouTube mir dann da mehr nicht gibt als Monetization. Also es sieht immer geiler aus von draußen, als was es ist. Also es ist schon ein Hustle, aber ich will diesen Hustle gerne weitermachen mit euch. Also gerne da drauf gehen. Für die, die jetzt nicht viel Cash haben, sagen, ey, ich kann dir nur 99 Cent im Monat geben. Das hilft. Selbst wenn das 20 Leute sind, die 99 Cent geben oder 100. Die halt ein bisschen mehr geben, kriegen auch mehr. Das heißt, da sind Levels von 9,99 €, die können dann Videos eine Woche vorher sehen, Livestreams, und das größte Package ist, glaube ich, 49 €. Das ist das Ultimate, das Gold Level Ticket. Da kann man, da mache ich private Livestreams, also nicht das, was ihr denkt. Einfach nur normale private Livestreams zum Reden und so weiter. Einmal im Monat, ich nenne euch in meinen Videos am Ende und so weiter. So, checkt da auf jeden Fall mal rein, das wäre. Würde mich freuen, damit ich diesen Stuff so weitermachen kann, ja, wie ich das gerne mit euch teile. Also, danke, dass ihr reingecheckt habt. Checkt euch, bis nächste Woche Sonntag. Auwe!